werde euch kurz zeigen, wie man dieses neue Werkzeug Graspable Math nutzen kann. Ihr müsst im Prinzip nur diesen Bereich hier nutzen, den ich in Moodle eingegeben habe. Was steckt da dahinter? Der Vorteil für euch ist, ihr könnt im Prinzip die Äquivalenzumformung, die ihr hier machen wollt, bei so einer Gleichung wie der aus der HÜ einfach dem Programm sagen. Bitte Programm macht oder führe diese Äquivalenzumformung durch. Und das Programm macht es und ihr könnt sehen, ob eure Umformung richtig ist, beziehungsweise was eure Umformung bewirkt. Dazu muss ich erstmal auf Transform gehen, weil Arrange bewirkt, dass ich hier etwas hin und her schieben kann und ich will etwas verändern. So, die Umformung kann man auf verschiedene, also diese Äquivalenzumformung kann man verschieden dem Programm mitteilen. Wir nehmen erstmal die einfache Variante und ihr drückt hier auf das Gleichheitszeichen etwas länger drauf. Das geht übrigens auch am Tablet und nach kurzer Zeit erscheint dann hier der Eingabebereich. Und da steht, enter an operation to apply to both sides of the equation. Also das heißt, gib eine Operation ein, die auf beiden Seiten der Gleichung durchgeführt wird. Und dieses E hier steht im Prinzip für diese Gleichung. Und man könnte zum Beispiel plus 4 rechnen. Und dann wird das auf beiden Seiten angefügt. Für den Fall, dass ihr gucken wollt, was ihr vorher gemacht habt, könntet ihr das hier einfach, da ist so ein Kreis, das nach unten ziehen und dann seht ihr, was vorher war. Und jetzt kann man, wenn möglich, das Ganze vereinfachen. Man kann natürlich auch durchaus etwas hin und her ziehen, beziehungsweise in diesem Fall ist es also einfach, dass die zwei zusammen eben 0 ergeben. Plus 0 kann ich auch entfernen und man sieht, das wird alles nach oben geschoben, nach unten geschoben. Wenn mir das zu viel Platz ist, kann ich das Ganze auch wieder einklappen, dann ist es hier kompakt. Ich kann ja meine einzelnen Schritte nachher noch betrachten. So, jetzt habe ich diese Situation und ich müsste im Prinzip diese minus diese 7x auf der rechten Seite entfernen. Also minus 7x und das wird dann gemacht und jetzt kann ich zusammenfassen hier. 15x minus 7x gibt 8x und wer will, könnte das Ganze noch umsortieren. Das geht ja hier, weil ich dieses Minus, das Rechenzeichen, mit nach vorne genommen habe. Ich könnte es natürlich auch in der Addition umwandeln und dann machen, aber das geht. Und dann fällt das weg und dann habe ich hier, na, machen wir so, das hier. Jetzt muss halt noch durch 8 geteilt werden, also wieder lange drauf drücken und geteilt durch 8. Hier wird halt das geteilt durch 8 gleich als Bruch dargestellt, das darf euch nicht irritieren, ist nicht schlimm. Und das Kürzen geht dann so, dass man das hier macht, also man quasi den Nenner nimmt, nach oben zieht und dann kürzt er das so weit es geht. Und dann haben wir das Ergebnis 1,5. Und wer jetzt die einzelnen Schritte betrachten will, der kann das also nach unten ziehen. Das Problem ist, dass es jetzt halt länger als Platz ist, aber ich kann im Grunde genommen halt immer wieder ein Stückchen nach unten scrollen, bis es ausgeklappt ist, ganz ausgeklappt ist. Das sieht man dann daran, dass hier nicht zwei Punkte, die überlappen sind, sondern dann nur noch ein Punkt. So, jetzt haben wir das ausführlich da stehen. Das sind natürlich sehr viele Schritte. Aber es zeigt die ganze Rechnung und ihr seht, was ihr machen könnt. Es ist so, dass das natürlich eine recht lange Schreibweise ist. Man kann das Ganze jetzt verkürzen, zum Beispiel indem man einzelne Schritte sozusagen weglässt. Ich ziehe dann wieder einen dieser Punkte hier und dann habe ich quasi den direkten Weg, als wenn ich halt weiß, wenn ich plus 4 rechne, dass das rauskommt und hier genau das gleiche. Könnte ich das also verkürzen
indem ich zum Beispiel das nach oben ziehe. Und hier genauso. Und auch vielleicht noch das hier nach oben ziehe. So, und dann habe ich einen relativ kompakten Weg für meine Rechnung. Den könnte man dann eventuell für sich festhalten.